Junge, 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 geht das ab hier. Jetzt Stern Nummer 4. Volles Brikett. Es ist viel anstrengender, die Aufnahme zu starten und wieder zu beenden. Finde die 8 roten Münzen. Na, das ist doch easy. Jedenfalls hoffe ich das. So, haben wir auch nochmal. Also das ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, mal ein längeres Video. So. So, dann sind wir hier schon mal weg. Das wird deswegen ein längeres Video, weil ich gar nicht mehr weiß, wo die ganzen beschissenen Münzen sind. Ich mach das jetzt auch nicht so. Ich könnte jetzt einen Stern holen, indem ich den Typen hier auch einfach befreie. Ah, ich wollte, ne? Dann hätte ich schon den Stern dahinter, aber das ist gerade nicht die Aufgabe. Ich mache jetzt nur Aufgabe für Aufgabe für Aufgabe. So, warum kriege ich denn die Kamera nicht gedreht? Da war noch einer. 5, 6. Wenn ich hier alle stampfe, dann gibt es noch einen Stern. Ich muss noch unten gucken. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Sterne sind, die ich übersehen habe. Warum dreht sich denn die Kamera so schlecht? Achso, zack, zack, zack. Und weiter geht's nicht. Toll. Ah ja. Gucken, ob hier irgendwelche Sterne drin sind. Ich weiß es. Oh, du bist doch doof. Pam! Oh, Stylo! Eine Sache, die in dem Podcast, den ich in Video Nummer 1 erwähnt habe, was gefühlt 10 Minuten her ist, was ich da gehört habe, war unter anderem auch. Ich sehe nichts dran. Aber das muss ich euch auch zeigen, das fällt mir auch gerade ein. Dass für Kinder früher Mario nie 2D war. Ja, dass man immer gefühlt. Yeah, ihr Bastarde, nimm das. So cool. Ich bin Surfing Mario. Oh, fuck you. So. Also, und da musste ich drüber nachdenken und, es stimmt, also, die haben davon gesprochen halt von so Sachen wie Mario auf dem Super Nintendo, ne? Dass man als Kind nie das Gefühl hatte, es wäre eine 2D-Welt, warum, ach, da ist er, es wäre eine 2D-Welt, sondern es wäre 3D. Na, da ist noch einer. Vollspacken. Kämpf dich hoch. Okay, geschafft. Habe ich keine rote Münze verpasst, ne? Cool, hier kann man sich auch verstecken. Oder man macht den hier. Oh! Na! Nicht lange bevor es Assassin's Creed gab, konnte Mario das auch. Hey, warum geht das hier nicht? Bin ich blöd? Hallo Mario? Mario, du Spacken. Warum kann er das denn nicht? Der ist doch geistig nicht ganz auf der Höhe, der Junge. Naja, dann kann er es halt nicht. Ich wollte gerade zeigen, wie er Wandsprünge macht. Oh, du musst hier weg, Mario. Nein! Ich hätte gedacht, vielleicht ist hier noch eine rote. Ah ja, doch, da ist eine rote Münze. 7, na und wo die letzte ist, das wissen wir auch. Nämlich auf der geheimnisvollen Insel. Ah, jetzt springt runter, ist aber auch egal. So, hoch mit dir. Oh, er ist nackt, er hat ein Problem. Oh. Alter. Seit wann. Was soll denn das? Ah, ach nee, die Sprungtaste gedrückt halten. So. War mir doch so. Aber mich ärgert gerade, dass ich nicht mehr weiß, zwischen welchen zwei Wolken man sein musste. Ich glaube hier. Na, passt doch gerade so.
Was? The Star. Oh, fast perfekt. Komm, nochmal, Mario. Das müsste doch hinzukriegen sein. Whoop, whoop. Yeah, Stylo. Chicka, chicka, Mikrofon. So. Der Stern ist irgendwo da hinten aufgetaucht, ne? Dann düsen wir einfach mal dahin. Also. Ich hau dir auf den Sack und dein Freund auch. Bäm, Alter. Bäm, Alter. Wow. Und damit. Oh. Und damit endet auch dieses Video. Wir haben die 8 roten Münzen. Das ist fantastisch. Die 8 roten Münzen aus dem ersten Level geholt. Finde die 8 roten Münzen. So, speichern und weiter. Also, meine lieben Freunde, wir sehen uns im nächsten Video bei dem nächsten Stern. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.